Seit gestern kann man sich den neuen Film mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle auf Netflix anschauen. Dabei geht es um eine Zeitreisethematik, die sich zwischen Science Fiction, Action und auch ein Stück weit Komödie wiederfindet. Und damit geht es hier jetzt um The Adam Project. Der 12-jährige Adam hat es nicht besonders leicht in der Schule als cleverer Außenseiter, dessen Mundwerk ihn auch immer mal wieder in Schwierigkeiten bringt. Seine Mutter liebt er über alles, auch wenn einige Dinge seit dem Tod von Adams Vater unausgesprochen sind. Und so ist er mehr oder weniger ein durchschnittlicher, pubertierender Junge kurz vor der Teenagerzeit. Doch dann passiert etwas schier Unglaubliches, als plötzlich ein fremder Mann auftaucht und alles über Adams Leben zu wissen scheint. Schnell wird klar, dass es sich dabei um seine eigene, erwachsene Version aus dem Jahr 2050 handelt, Zeitreisen also tatsächlich möglich sind und unbedingt etwas verhindert werden muss, das die Regeln von Raum und Zeit ordentlich durcheinanderwirbeln könnte und nur mit beiden Adams zusammen funktioniert. The Adam Project geht 106 Minuten, hat eine Netflix-Altersfreigabeempfehlung von 12 Jahren und ist dort seit dem gestrigen 11. März 2022 anschaubar. Wie eingehend erwähnt, ist es eine Mixtur aus Science-Fiction, Action, Komödie und auch ein wenig Abenteuer und der neue Film mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle, der hier nach Free Guy wieder zusammen mit Shawn Levy arbeitet. Shawn Levy hat ja unter anderem die Nacht zum Museum-Filme gemacht, Praktikum, Real Steel, zuletzt eben Free Guy und anscheinend wird er auch Deadpool 3 machen. Das ist eine recht frische Nachricht aus Hollywood und dieses Drehbuch, was hier zugrunde liegt, liegt eigentlich schon seit 10 Jahren rum. Nämlich wollte Paramount Pictures 2012 diese Geschichte mit Tom Cruise in der Hauptrolle erzählen. Aber anscheinend lag es dann sehr, sehr lange rum, bis sich die beiden dachten, okay, dann müssen wir nicht ewig noch eine Geschichte erfinden, sondern können direkt loslegen. Und Ryan Reynolds ist einer, der zieht an der Kinokasse, der zieht aber auch bei Netflix genug. Und in der Kombination werden sie sicherlich sehr schnell gegreenlightet haben, dass man The Adam Project macht. Die Geschichte dabei selbst ist erst einmal relativ platt. Ein Mann kommt aus dem Jahr 2050 in das Jahr 2022 und trifft dabei auf seine eigene Version und es geht darum, etwas zu verhindern. Das Thema Zeitreise ist immer ein kompliziertes im Film, wenn man dann immer wieder fragen muss, was passiert, wenn das kann man überhaupt auf sich selbst treffen und wenn wir das auslöschen, was passiert damit, werde ich mich erinnern können, wenn ich wieder zurück in eine Zeit komme, was macht das mit dem eigenen Familienstamm, dürfen sich Leute begegnen und überhaupt wissen über das, was sie gerade erfahren, was ändert das auf verschiedenen Zeitlinien und so weiter und so fort. So versucht man zumindest mit Themen wie Fixzeiten ein paar Regeln reinzubauen, aber es wird dann auch, wenn man ein wenig mehr darüber nachdenkt und auch nochmal über Magnetismus im Speziellen gegen Ende des Films immer wieder so abstrus, dass man relativ früh sagen muss, denkt nicht zu viel über das Gesehene nach, weil die Rahmenhandlung eh relativ platt ist und vor allem den Film immer wieder so vor sich hertreibt, dass die wirklich guten Momente, weil The Adam Project vor allem aufgrund von ein, zwei Nebendarstellern so wahnsinnig gut funktioniert, in kurzen, zwischenmenschlichen Momenten, wo ich dachte, lass doch diesen Raum. Da bekommt dieser Film auf einmal eine Gravitas und eine Wirkung, wo ich dachte, hey, hier passiert was mit mir, aber nein, man versucht dann alles einer Action und Effekten zu unterwerfen, die sich irgendwann recht schnell kannibalisieren, weil sie sehr repetitiv sind und mit der Gesamtlook dieser Effekte auch eher neben okay choreografierten, aber oft zu zerschnittenen Sequenzen, mir das alles so ein bisschen diesen Raub nimmt nach dem Motto, hey, hier ist die Streaming-Plattform, ihr wollt Popcorn-Unterhaltungsfilme, lehnt euch zurück und guckt euch an, was wir hier teilweise versuchen für ein Action-Gewitter abzufeuern. Dabei nimmt man aber eigentlich, was man da an Talent an Schauspielern vor der Kamera hat, dem Film zu oft die Luft, was wirklich schade ist, weil ich finde, dass man merkt, es steckt mehr Potenzial in The Adam Project, als nur ein Film zu sein, der irgendwie Durchschnitt ist und den man einmal guckt und das war's, weil der an Ansätzen nämlich mehr kann und dazu nämlich gleich mehr, wenn wir erst einmal über die Akteure reden. Fangen wir an mit Ryan Reynolds, zuletzt Free Guy, dann Red Notice auch auf Netflix, die Deadpool-Filme, Killers Bodyguard, Six Underground, er spielt immer wieder sich selbst in all diesen Filmen und das ist nämlich ziemlich schade, diese Art von sehr kecker, frecher, mit Humor beladener Art, die sich nicht abgrenzt voneinander. Und diese unterschiedlichen Figuren wirken so, als könnten sie aus einem und demselben Film sein. Und das ist bei manchen Akteuren, wie bei einem Dwayne Johnson, so, dass man merkt, okay, die sind beispielsweise limitiert, aber dass Ryan Reynolds anders kann, hat er für mich zumindest unter anderem in Buried gezeigt. Und da steckt auch eine ganze Menge mehr drin in dieser Figur, weil er eben, finde ich, auch so auf einer emotionalen Intelligenzebene, wenn man ihm so auch folgt, so viel begreift und so wunderbar agieren kann, dass es für ihn wahrscheinlich eher eine Frage ist, von was kann ich relativ schnell produzieren,
produzieren, wie funktioniere ich, womit kann ich gutes Geld verdienen, aber ich wette und ich hoffe, dass der irgendwann so in 5 oder 10 Jahren sich irgendwann diese Stoffe raussucht, wo er auch einfach zeigt, was er charakterlich kann, weil so bleibt einfach vieles von dem, was er macht, nicht hängen. Er hat eine gute Präsenz, er ist unterhaltsam und deswegen nimmt das Publikum ihn auch dankend an, aber wenn man mehr kann und vor allem eine gewisse Wahrhaftigkeit vielleicht erreichen könnte und ich traue ihm das zu, würde ich mir das endlich mal wünschen, weil so ist ja das, was wir so auch immer wieder gesehen und erlebt haben. Einer, der sich in seine Filme reinstürzt, dem man irgendwie nicht so richtig böse sein kann, der aber, ich finde, sein Talent nicht völlig ausschöpft, weil ich glaube, da wartet eigentlich noch einiges an der Tür, was das Schauspielerische angeht und was eigentlich anklopft. Dann hätten wir Walker Scobble als den jungen Adam. Ich finde, der hat so eine leicht quirlige, frische, schlaue, clevere Art, die leider Gottes immer wieder so ein bisschen durch das recht platte Skript und so Dialogen, wo ich dachte, das wirkt jetzt schon so ein bisschen dahingestellt, dem so ein bisschen beraubt wird. Aber ich finde, der als Junge und die Chemie zwischen ihm und Ryan Reynolds ergibt immer wieder so eine Dynamik, wo ich dachte, oh, das hat so was leicht fantastisch Entdeckerisches, wenn die Geschichte vielleicht noch ein bisschen besser auserzählt wird. Vor allem, wenn es darum geht, dass beide im Grunde in ihrer Version eben auch eine ganz besondere Verbindung zu ihrer Mutter haben und der eine sehr weit zurückschauen kann und der andere noch nicht nach vorne schauen kann. Kurzum, eine spannende Konstellation, die aber leider Gottes aufgrund der für mich recht langweiligen Rahmenhandlung immer wieder nicht ausgenutzt wird. Und dann wären wir eben schon bei Jennifer Garner als Ellie Reed, die Mutterfigur, die leider nicht mehr sein darf als das, deren Screentime auch darauf wirklich nur beschränkt wird. Das ist schade, da geht durchaus mehr. Aber dann lassen Sie mal über 2 reden, wo ich dachte, ja, so kann es sein. Nämlich Zoe Saldana als Laura, die auch mit relativ wenig Screentime, weil eigentlich eine große Liebe erzählt wird, eine Hingabe, was man sehr viel geopfert hat, sich jahrelang auf was vorbereitet hat, um auch eine Person zu beschützen und zu retten. Das wird mir alles erzählt, aber der Film nimmt sich nicht den Raum, mir irgendwas davon zu zeigen. Also entweder muss ich diese Pille schlucken und sagen, es berührt mich nicht, was recht schnell passiert, oder, und das muss man Zoe Saldana aus meiner Sicht zugute halten, man hat diese wenigen Momente, wo sie einfach nur guckt und in ihrem Gesicht ich sehe, was für Sorge dort passiert, was für Verlustängste, auch zu wissen, wie hoch dieser Preis ist und ich eine wirkliche, frische, eine schöne, zuckersüße Liebe erkenne und das gepaart mit so ganz leichten Badass-Momenten. Die hat eine starke Physis, das hat sie immer wieder gezeigt, die kann, ob das tänzerisch sei, ob das eben ein Actionfilm sei, die Frau, die kann richtig viel, was das angeht und da würde ich mir auf jeden Fall noch, hätte ich mir gewünscht, mehr Screentime nach ihr zu geben, weil die zum Beispiel nämlich in Ansätzen schon mal zeigt, was Mark Ruffalo nachher richtig gut hinbekommt. Weil Mark Ruffalo, man muss, ich will über die Figur reden, bekommt hier einen Raum, bekommt hier eine Geschichte und vor allem, wenn es darum geht zu verstehen, auf der einen Seite diese Thematik Zeitreise und was das für das eigene Schaffen und Wirken bedeutet, aber vor allem, was Familie bedeutet, dann ist das was, dem lässt du einfach nur ein paar Sekunden Raum und wenn dir in die Leere guckt und merkt, etwas ist gerade passiert, dann merkst du, fuck, warum kriege ich denn Gänsehaut? Was macht dieser Mann anders als so viele andere? Und für mich ist Mark Ruffalo einer der besten Charakterdarsteller, die auf diesem Planeten leben und viele haben sicherlich erst Zugang durch ihn, durch das Marvel Cinematic Universe und Bruce Banner und Hulk bekommen, wo man so ein bisschen zeigen konnte, was in die Richtung geht, aber wenn ihr mal ein bisschen tiefer bei Mark Ruffalo in die Geschichten reinschaut und vor allem beispielsweise in eine Serie wie I Know This Much Is True, weil das eine absolute Tour de Force als Schauspieler ist, besser geht es kaum. Und ich finde, dass in The Adam Project man durchaus sieht, wie der mit ganz wenigen Szenen und Fetzen vor allem so viel raushauen kann, holen kann, dass man merkt, dass der Film wahnsinnig davon profitiert, dass Mark Ruffalo mit hier an Bord ist. Einer eben der besten seiner Art, wie ich finde. Aber ich will auch nicht zu weit darauf eingehen. Ich bin mal gespannt, ob ihr das ähnlich seht. Wenn man sofort merkt, wenn der auftaucht, der Film entwickelt gerade mit ihm auch weiter, je länger er wird, eine ernsthaftere Emotionalität und ganz kurz immer wieder eine Tiefe, die leider gebrochen wird durch diese, wie ich finde, recht anstrengende Geschichte. Und dann wären wir schon bei Catherine Keener als Maya Sorian, die auf der einen Seite ein sehr gruseliges De-Aging findet oder bekommt in manchen Szenen, wo man immer wieder, wenn man ihr ins Gesicht schaut, merkt, irgendwas stimmt da nicht. Man versucht irgendwie zu 100% ein gutes De-Aging abzuliefern, aber man sieht in ihren Augen, man sieht in ihrem Gesicht, etwas stimmt da nicht. Und dann wird das nämlich ganz schnell gruselig. Und genau an dieser Stelle befinden wir uns hier, was Catherine Keener angeht, unabhängig davon, dass ihre Figur wahnsinnig eindimensional, das Motiv ultra platt ist und ich mir denke, okay, bitte nicht wieder sowas. Ich mag es einfach nicht, wenn Filme darunter leiden, dass Antagonisten oder Antagonistinnen so wahnsinnig platte Motive haben. Man sich sagt, okay, das sind wieder irgendwelche Allmachtsfantasien und das wirkt wahnsinnig austauschbar. Und vor allem, wie man dann mit diesem Schicksal umgeht und ein bisschen über Magnetismus nachdenkt, dann denke ich so hinten raus, puh, na gut, ich habe ja schon was über die Logik zu The Adam Project gesagt. Und das ergibt insgesamt so ein Gefühl von, es gibt ein paar schöne Momente, wo ich denke, so innerfamiliär, das finde ich wirklich spannend. Ich finde die Thematik an sich auch spannend, aber dieses ganze Rumgeballere und zerschnittene Action ringsherum, immer
immer wieder, auch wenn man so ein paar schöne Kampfmoves einbaut. Das fühlt sich nicht an wie aus einem Guss. Das fühlt sich so an wie so zwei Stränge, die immer wieder gegeneinander kämpfen in The Adam Project, zumindest aus meiner Sicht. Da ergibt sich bei so einer Kameraarbeit auch so ein typischer Netflix-Look, den man auch auf eine Leinwand bringen könnte. Ich finde, dass man eben die Action besser hätte durchchoreografieren müssen und sich dann weniger durch den Schnitt retten hätte können. Szenenbild, man merkt das schon, wenn sie da irgendwie so langläuft und so wahnsinnig große Bäume siehst, dachte ich so, haben sie das Ding in Kanada gedreht? Und ja, sie haben das Ding in Kanada gedreht. Ryan Reynolds ist ja eben doch selbst Kanadier. Die Musik leider wirkte für mich immer wieder wie aus der Retorte. Wenn man so hinhörte, merkte man, oh, das Foreshadowing wird ziemlich stark geprägt dadurch. Also das Ankündigen von, gleich passiert was Spannendes, gleich passiert was Trauriges, gleich passiert was Versöhnendes. Das schickt die Musik zu oft voraus und vor allem wirkt die nicht voll, die wirkt nicht raumfüllend, die wirkt eben so relativ generisch. Mir ist die Musik da immer wieder ein bisschen negativ aufgestoßen. Kostüm und Make-up ist den Figuren angepasst, weil das Ganze vielleicht noch so ein bisschen ein Familienfilm und Entertainment für die größere Masse sein soll. Wird das auch gleich an der Farbwahl der Klamotte klar gemacht. Wer sind die Bösen? Wer ist der Gute? Oder wer sind die Guten? Finde ich ein bisschen stumpf, was das Department angeht. Sehen für mich die Effekte okay aus. Auch diesen Look, den man wählt, um hier auf einer 12er-Empfehlung zu bleiben und trotzdem man Figuren zerstören kann. Ich finde, das passiert dann aber so oft, dass es ziemlich repetitiv wird und dann relativ schnell langweilig. Also was ich am Anfang mochte, fand ich hinten raus im Film, was das angeht, schon wieder relativ anstrengend. Muss ich dann am Ende sagen, ich mag diesen Film dann, wenn er ruhige Momente hat, wenn er sich auf die Bindungen konzentriert, wenn er versucht, ein wenig mehr Logik in die Handlung reinzubringen und auch in dieses Thema Zeitreise. Ab und zu ist er auch etwas witzig, schlägt aber eben dann durch, wenn es um Liebe geht und wenn es um Zuneigung geht. Das ist vor allem geprägt für mich durch einen starken Mark Ruffalo und eine recht starke Zoe Saldana. Wird vor allem hinten raus emotional funktionierender. Ist für mich so ein bisschen ungewohnt, erwartet man bei diesen Streamer-Genre-Filmen dann eher weniger und das merkt man eben daran, dass bestimmte Akteure erst nach und nach auftauchen, die den Film erst in diese Richtung stärker ziehen. Dass Ryan Reynolds hier leider seinen Stiefel so runterspielt, finde ich mittlerweile immer schade, wenn man das so sagen kann. Ich wünschte mir, ihm wirklich mehr da überrascht zu werden, weil man spürt, dass er das kann und ich würde mich darüber freuen. Die Antagonistengeschichte ist wahnsinnig platt und völlig austauschbar. Damit wird die Handlung zu vorhersehbar. Die Musik fand ich eher anstrengend und die Effekte eben sich dann doch zu wiederholen, bleiben am Ende für mich so durch den Unterhaltungsfaktor, durch so Momente, wo ich sage, okay, die gebe ich dem Film, gebe ich ihm noch gerade so und das auch ein bisschen wohlwollend, 7 von 10 möglichen Punkten in seinem Genre-Mix aus Abenteuer, Komödie, ein bisschen Action, Science-Fiction. Am Ende bleiben aber aufgrund der wirklich vielen Schwächen, die ich hier auch aufgezählt habe, für mich 5,5 von 10 möglichen Punkten übrig und damit ein Film, der vielleicht Potenzial gehabt hätte, erzählt man ihn anders und arbeitet man das Ganze ein bisschen besser aus, dass ich gesagt hätte, oh, den würde ich gerne nochmal sehen. So, einmal gesehen und das war es dann für mich dann auch bei The Adam Project. Und dann bin ich am Ende meiner Review zu diesem Film, den ihr seit gestern, wie eingehend erwähnt, auf Netflix anschauen könnt. Auf eure Meinung bin ich in den Kommentaren gespannt und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.